Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario und Luigi Brothership. Und ja, wir sind hier auf der Let's Twist Again Island. Twisterland. Und haben das letzte Mal, sind wir dann letztes Mal hier so hochgegangen und so mäßig überall hier irgendwo lang, glaube ich. Genau, da so. Ja, irgendwo hier auf jeden Fall. Und haben uns Max Lockwachs geholt, also Haarwachs, um das hier abzuliefern bei den zwei Leuten, wo ich nicht weiß, wie die aussprechbar sein sollen. Um ja, irgendwie hier alles zu retten, also um das Twist-Gewächs hier zu retten irgendwie. Ihr werdet es jetzt hier gleich sehen. So, also, wir haben hier den Haarwachs. Roof King kriegt das. Wow. Auf einmal ist sein Leben wieder perfekt. Ja. Du hast dein Groove zurück. So sieht's mal aus. Jo, Zeit zum Grooven. Naja, zumindest halbwegs ist dein Groove wieder da. Gib mir ein Beat, damit ich grooven kann. Okay. Ja. Und die beiden Brüder, oder zumindest Groove-Partner, machen jetzt, dass hier dann ganz viel Energie gleich wieder fließen wird. Und dann wächst diese eine Pflanze. Ich frag mich nicht genau, wie das funktioniert, aber naja. Hey, Bartbrüder. Danke für das Haarwachs, Jungs. Ich hab schon von weitem gewittert, yo. Ihr zwei könnt tanzen, oder? Ich zeig euch einen einfachen Groove. Ich helfe dir, Groove King. Was? Müssen wir was machen? Okay. Der Paar-Tango. Drücke im richtigen Rhythmus A, B, X oder Y, beziehungsweise und Y. Und Mario und Luigi werden den Paar-Tango ausführen. Achte auf die Kreise und drücke die Knöpfe im richtigen Moment, um ein paar richtig coole Moves hinzulegen. Okay, noch ein Minispiel. Schon das zweite jetzt hier. Direkt nebenan gab es ja das erste letzte Folge, worüber wir bitte nicht reden. Macht so wie ich. Yo, zeig mir, was ihr drauf habt. Okay, also so spät wie möglich, aber noch früh genug. Okay. Ja. Und mit den Noten laden wir jetzt da diesen Baum auf. Ah. Okay, okay, okay. Und checkt das mal ab. Eure Grooves haben den Twisterbaum wild wachsen lassen, yo. Das war eine krasse Geschichte mit euch. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, yo. Okay, aber klar, Groove King, ich folge deinem Groove. Sonst wirst du im Umfall. Also können wir hier einfach sagen, wir wollen das nochmal machen? Oder was? Nee. Hä? Oder? Okay, nee. Aber das hier unten, hier, das war das Minispiel. War nee. Ja, nee. Ja, nee. Okay. Ja, dann sind wir hiermit auch gleich direkt fertig, oder wie? Schätze ich mal. Okay. Ja. Hallo? Hast du noch was zu sagen? Ihr seid wirklich in der Tat einer von der besonderen Art. Ja, ich sehe es euch von hier oben und... ich sah euch von hier oben und beschloss sogleich euch jetzt zu loben. Ein Groove, der in allen Herzen glüht, berührt mit Vers auch mein Gemüt.
Der Groove, der mit Lächeln so ansteckt, in mir verborgen Gefühle weckt. Nicht recht kann ich's in Worten fassen, so soll ich's wohl lieber lassen. Auch bin ich hier, um euch zu sagen, ich werde euch helfen beim Zerschlagen. Was meine Familie wohl so tut, die Vorfreude gibt mir frischen Mut. Aber eine Sache bloß, lasst mich kurz noch werden los. Ich werde mich zum Groove begeben, während ihr anbindet die Insel eben. So rum, also ja, okay. Und zu euren Tanzesritten. Die sind nur schwer zu überbieten. Okay, so. Dann binden wir mal diese Insel an. Ja, was Mario und Luigi so alles können, ne? Also, das ist schon echt crazy. Okay. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, restliche Folge backtracken wir. I guess. Twisterland. Sehr schön. Ja, so einige passen da doch noch hin, ne? Aber nicht mehr so viele tatsächlich. Gut, gut. Die Inselanbindung hat geklappt. Wobei, vielleicht finden wir auch so noch so eine Nebeninsel jetzt. Los, fangen wir mal Stromas und Co. Ops, was Neues zur Gigaleuchtturminsel. Ja, das ist ja eigentlich unser Ziel. Aber ich muss sagen, so wie viel. Ja, hier in der Mitte wird auch nichts sein. Dann müssen wir halt jetzt erstmal hier hin, ne? Aber das geht ja auch super, super schnell. Also ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ja, ich weiß jetzt nicht. Sollen wir zurück oder mal? Die Toads sind hier. Treffen sich alle hier immer auf der Insel. Oh, Mario, Luigi, seid ihr ja wieder, ihr zwei. Es gibt Ärger, und was? Mächtiger Ärger, Riesenärger. Mario, Luigi, ihr müsst nach Schwank um. Okay, was ist da passiert? Puh, jetzt geht's wieder, Was? Puh, jetzt geht's wieder. Das musste wohl einfach nur raus. Was ist denn jetzt los? Es ist furchtbar, diese Bande ist wieder da und hat die Insel zerlegt. Und diesmal ist ihr Boss mit dabei. Boss? Hallo? Ja? Die Folge wird doch interessant. Sprech ruhig weiter. Bitte was? Mario, Luigi, na los, ihr müsst die Insel retten. Wir brauchen euch jetzt. Bitte rettet Schwank um. Ist wieder verbunden, also kommt ihr einfach mit der Röhre dorthin. Ja, okay. Boss klingt super. Aber wir haben ja hier auch noch einen Stein. Genau. Dann können wir da auch gleich da hoch. Hier ist nur der Speicherblock. Deswegen ist da auch kein Speicherblock. Ja, hin. Hier ist noch ein Sirup. Kann man da runterfallen? Ja, du willst auch ins Wasser fallen.
Okay. Ja, dann fährt das Schiff da mal schon so langsam hin und wir gucken mal auf eine andere Insel. Ich weiß nicht, ob ich die Animation mag für die Röhren. Die sind irgendwie... Oh. Cool. 6 Stück, 4 Stück. Ah. Die sind irgendwie ein bisschen komisch, meiner Meinung nach. Weil, also... Ja. Naja, egal. Gut. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Oh, Heilung. Heilung ist hier los anscheinend. Ach du Kacke. Hier wurde ja wirklich alles zerlegt. Wer war das? Das können wir ja nicht so lassen. Oh, ihr seid's. Die Halunken haben ihren Boss geholt. Oh nein. Die Inselbewohner sind in Sicherheit, aber ihre Statuen, ihre Kunst. Zerstören, zerstören ist gut und alles zerstören. Haha. Okay, also du bist unser erster Boss. Okay, ja, dann wollen wir mal. Ihr Boss treibt sich im Osten der Insel herum. Ihr müsst was tun. Kann man vorher schon den 2. Rang erreichen? Hm. Also wenn jetzt noch ordentlich Kämpfe kommen, dann ja. Wir haben ja jeden Kampf mitgenommen, also wir sollten es erreichen, falls es gewollt ist. So, 35 Schaden da insgesamt. Achso, ja stimmt, da muss man super spät springen. Und der verteidigt sich jetzt mit seinen Händen oben am Kopf. Das will ihm aber nicht viel bringen. Weil... Ja, der ist weg. Ah, oh, wie schön. 1, 2, 3. Und neue Hämmer sind wirklich dafür gemacht, Angriffe mit einem schönen Konter abzuwehren. Knopf drücken und halten, um in Stellung zu gehen und zum Zuschlagen loslassen. Achso, ja, okay, wenn die anders angreifen. Okay. Ganz Angriffe mit dem Hammer kontern und so den Angreifern Schaden zufügen. Halt den Knopf gedrückt, um den Hammer zu geben und lass ihn los, um zu bauen. Lässt du während des gegnerischen Angriffs im richtigen Moment los, führst du einen Hammerkonter aus. Misslingt es jedoch, den Konter korrekt auszuführen, erleidest du durch den gegnerischen Angriff definitiv Schaden. Achso, das ist aber jetzt auch A und B. Hä, wieso ist das auch wieder A und B? Ich habe gelernt, dass der Hammer jeweils Y und X für die beiden Leute sind. Warum ist das dann jetzt nicht mehr so? So, den will ich einfach nur mal jetzt mal so machen. Genau, geblockt. Wenn wir es gesehen haben, bam, fertig. Und jetzt können wir auf den Kopf. Was? Was? Wie, Timing verkackt. Oh mein Gott. Ja, das muss ich noch üben. Das muss ich noch üben mit den Hämmern. Auch A und B, nur es ist so einfach, aber es ist auch irgendwie so dumm. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nee, versteht nicht. Naja. Auch nicht dieses Spiel. Was hast du gegen Mario und Luigi? Weißt du, wann das letzte Mario und Luigi rauskam? Da war ich noch fast flüssig, Mann. Ihr seid ja wirklich stark. Wer so gut kämpft. Also nein, das war ein Job. Wer so gut kämpft, den kann auch. Der kann es auch mit dem Boss aufnehmen. Ja, du, ich weiß ja nicht, ob das so gut war. Aber wir haben auf jeden Fall noch was Zweites gelernt. Ich kann es nicht fassen. Es steckt tatsächlich schwankhart dahinter. Das ist ein interessanter Name. Dieser Schwankhart ist so ein Lümmel. Ja, aber wir haben ja auch nochmal die ganzen Sachen jetzt hier, ne? Oh ja. Oh yeah. Oh ja. So. Sehr schön. Ja, die sollen ja gar kein Leben haben eigentlich, ne? Ja.
Okay, wenn der eine aufsteht, aber der andere nicht, dann geht es auch. Klar. Schwankfels. Okay. Ja, die lohnt sich aber gar nicht, ne? Die geben ja gar keine XP und dauern genauso lange. So, was ist das hier? Joho. Ach so, ja, ich dachte, ich kann da auch drauf stehen, aber nein, kann ich nicht. Tatsächlich. Wie jetzt die ganze Zeit oben diese Heimblendung dafür. Schnell weg da. Warte mal, was? Bist du gerade in der Luft gesprungen, Luigi? Bitte was? Hä? Wieso? Wie geht das überhaupt? Mach mal bitte. Ey, das ist echt cool, dass er so nett ist und das immer alles macht. Oh nein, jetzt da drauf jagen. Achso, nee, doch nicht drauf jagen. Ja. Aufgepasst. Schwacher Gegner. Ist hier nichts mehr? Als ob. Da einfach nichts war. Ah. Haben wir ihn übersehen? Ah, hier war noch was. Also, naja, noch. Hier waren noch zwei Sachen. So, sehr schön. Vier weitere. Ja, hier sind wir ja eh lang gegangen gerade. So, was ist dann? Hier noch was? Oder? Ah, das ist ein Gegner. Den gehen wir erstmal aus dem Weg. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist. Also vom Level-Technischen. Mann, Luigi, bitte stell dich da so hin, dass man das zusammen betätigen kann. Danke. Nein, er geht ja hier sogar weg. Das ist so viel einfacher mit Mario einfach. Einfacher mit Mario einfach. Ah, ja. Das ist auch ein wunderbarer Satz. So, 315 Münzen haben wir wieder. Das ist einfach die Methode, um Geld zu bekommen, diese Dinger. Okay. Ich check. Hallo, liebe Kundschaft. Ja, hallo. Hast du neue Waren? Werdet ihr euch mit dem riesigen Unhold anlegen? Ja. Und du hast neue Sachen. Ja, ja. Oder halt zumindest Sachen, dass wir da das kaufen sollen. Ja, ich weiß nicht. Noch eine mäßige Hose. Einfach nur, weil wir es können, weil wir das Geld haben. Ja, komm. Wer kriegt die denn? Ja, das kriegt Mario. Weil er ist halt unser Damage-Dealer noch. Ist es halt, glaube ich, schlauer, dass er dann halt überlebt. Und dann halt Damage machen kann, oder? Ja, Items, I know, aber nein. Warte, das mit dem Level habe ich jetzt aber nicht gelesen. Was ist das da oben eigentlich? Da kann man nicht drauf springen, okay. Boom. KP und BP wurden aufgefüllt. Luigi, hau mal da rauf. Oh. Das ist eine Abkürzung? Nee, das ist ein neues Gebiet, ne? Dass man Luigi auch wirklich mit einem Knopfdruck sagen muss, yo, hab jetzt mal eine Idee, ist aber auch irgendwie crazy. Da geht's auch gerade gar nicht so. Okay. So, ordentlich was an Geld und da oben können wir dann jetzt halt auch nicht lang.
Okay, da brauchen wir noch irgendeine Fähigkeit. Aber ja, dann kommen wir auch nur zu so einem leuchtenden Gitterding. Deswegen, also da brauchen wir so oder so auch noch. Oh ja. Achso, die andere Seite. Ah, da brauchen wir dann ja sowieso noch eine Fähigkeit. Die haben wir ja auch noch nicht. Achso, ah, hier geht's. Ah, oh, okay, ja. Hier geht's dahin. Ja, du Luigi, überleg mal. Ich löse dann schon mal. Vor allem, warum ist das also wirklich so ab... Also, das ist ja schon für ihn so hier gebaut, ne? Dann kümmert sich keiner mehr um mich. Das nervt. Na gut, dann werden eben weiter... Dann werde ich weiter alles zerstören. Okay. Sure. Do your thing. Plus ist es, ne? Ja. Ja, okay. Na, nein. Werden wir dann irgendwann nochmal weitermachen mit den Sammelobjekten da. Also, denke ich mal. Oder vielleicht mache ich es auch offscreen. Einfach so diese Dinger sammeln, weil also so crazy ist das, glaube ich, auch nicht. Und dann habe ich auch sowas zu tun. Ich muss nicht mal einen Stream damit für anschmeißen und so. Maybe gehe ich das so richtig entspannt an. Oh ja. Da war ja was. Oh. Ach, Mann. Das muss ich gleich echt lernen mit den Verteidigen für die Dings. Oh ja. Die Hammer. Verteidigungssachen, die haben wir gucken. Wieso lebst du? Oh yeah! Ja, hier könnte man halt jetzt auch K.O. gehen, ne? Das wäre dann natürlich auch doof. Oh ja! So, wir werden mal. Wie? Hä? Das war strong, Luigi. Haben wir ein gutes Teamwork gemacht. Er hatte keine Chance. Ja, okay, aber er hat verteidigt. Ja, gut. Dann hat er doch eine Chance. Das ist crazy, ne? Super? Warum nur super? Naja, zumindest ist ein Frischbrot. Lachsam. Die treten wir natürlich auch. In den Boden. Sehr schön. Fast das. Ah ne, ist schon das neue Level für Mario. Okay, ja, ein Level bräuchten wir halt noch komplett, ne? Also. Das werden wir aber danach im Boss haben. Oh. Och nee, da war ja noch ein Gegner. Upsala, das habe ich aber jetzt ja. Wir können mal ausprobieren, weil das ja eh nur so drei kleine Gegner sind. Die Flucht geht, ist das einfach nur. Okay, Flucht ist einfach nur Knopf betätigen, fertig. Okay. Ja, kann ja sein, wie in zum Beispiel Paper Mario, die Legende vom Ionentor, dass man da was noch krass machen muss oder so. Luigi wurde angegriffen. Okay, dann können wir auch direkt mal testen. Darf man zweimal fliehen? Ja, doch. Okay. Hm. Ist halt immer nur ein bisschen nervig, weil es immer ein Loading Screen und alles ist, ne? 20. Oh ja. Mich schon gedreht. Warum hat es nicht... Ach, ja. Gut. Oh, hier gibt's noch eine Stelle für die Lichter. Uiuiui. Oh, yeah. Schön. Oh, yeah.
Schade. Ich weiß gar nicht, wie viel geben die jetzt? Luigi braucht auf jeden Fall noch sein Level up, aber geben insgesamt halt auch nicht so viel. Sind die Gegner mit oder sind die jetzt einfach so auf Level 5? Weg mit dir. Wir wollen dich hier nicht. Ja, sehr schön. Noch ein Schwankfeld. Okay. Level 7 auch für Luigi. Die Sets seht ihr jetzt hier wieder. Und wir gehen weiter. Ob wir ein ganzes Level beim Boss bekommen? Ah, ich glaube tatsächlich irgendwie nicht. Gut, ging halt jetzt auch schnell. Könnte schon sein, durchaus. Hier ist noch so eine Stelle. Nochmal mit 4 Stück. Ich weiß halt nicht, wie viele Stellen es sind. Weil du halt einfach... Mann. Weil du halt einfach nicht... weil das halt nicht immer einheitlich so und so viele sind. Aber, also, ich glaube ja, die werden immer markiert, dass sie dann passt. Also. Warte, laufen wir gerade hier... So, oh. Laufen wir tatsächlich weiter schon. Was? Er ist zu schnell weggelaufen? Oh mein Gott. Please don't. Just don't. Ey, Mann, zu spät, zu früh. Gar nicht erst getroffen. Das ist doch alles doof hier. Oh mein Gott. Mann, ja, in meinem Kopf ist halt drin, wenn ich A gedrückt habe zum Auswählen, dann muss ich jetzt höchstens auch A drücken. Deswegen geht das bei Mario auch immer gut. Aber, ja, so ist das Leben nicht. Man kann so früh springen, dass man runterfällt, erst ablockt und man dann noch runterfällt und ihn dann trifft. Nein, ja. Das wäre schon sehr komisch. Ja, bei dieser Animation mit Luigi, da würde ich mir wünschen, dass das noch ein bisschen anders aussieht. Weil das, also das Drehen ist halt irgendwie ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen nervig dann da. Dass das irgendwie so weird aussieht. Weil er springt ja in die Hände von Mario und dann auf einmal wird er wieder nach oben geschossen, so gesehen, und das ist irgendwie weird. Okay, das ist der richtige Weg, hä? Wie kann ich denn immer nur den richtigen Weg gehen? Ach so, ah, für noch einen Stecker ist das der Weg. Okay, ja, ja. Mich nervt dieses Menü da oben, ne? Bam. Ja, Mario die Angriffssachen zu geben, du wirst halt auch mit Mario die Erstangriffe machen. Deswegen passt das eigentlich. Würde ich mal behaupten. Und ja, unsere Brüder sind ein Level aufgestiegen und die Gegner sind jetzt auch ein Level höher. Ich glaube nicht, dass das einfach so ist. Das wäre schon irgendwie komisch. Schön. Luigi macht halt mehr Schaden, indem er halt dann einfach Hits macht. Irgendwann. Hallo, Luigi. Oh ja, bam. Einfach alles weg. Obwohl, wenn wir halt echt noch fleißig sind mit den Level-Sachen, dann kriegen wir das tatsächlich noch hin. Ich finde, dass die Dream Team kopiert haben. Wie Dream Team kopiert haben, was? Bei den Namen muss man
loslassen, damit die geschwungen werden. Ja, das stimmt soweit. Gut gemerkt. Ach, die geben mir aber auch kaum was. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht mit kleinen Knospen hier spiele. Das sind einfach alles so Knospi. Oh, Knospi ist cool. Ich mag Knospi. Ich mag Rosa hier. Mehr als Roserade, glaube ich sogar. Ah, wo? Roserade auch ganz cool. Mein erstes Pokémon war Diamant. Habe ich, glaube ich, ja sogar schon mal erzählt gehabt, dass ich da. Ich wusste, wie man Pokémon wechselt. Und dann habe ich gespielt mit Roselia. Was ist die Weiterentwicklung von Barmelin? Die auf jeden Fall. Was habe ich dann noch gespielt? Habe ich irgendwie so einen Feinschein? Das weiß ich nicht. Das sind tatsächlich die einzigen beiden Pokémon, die mir noch im Kopf geblieben sind. Weil ich wusste ja auch nicht, wie man weiterentwickelt oder so. Und dann irgendwann mein Barmelin habe ich dann irgendwann mal geschafft, weiterzuentwickeln. Und das war voll der crazy Moment. Der hatte. Mann, ey. Pokémon ist so cool eigentlich. Vor allem, wenn man es halt so fürs erste Mal, so als Kind, dann, ja, irgendwie... Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ah. Zum ersten Mal so als Kind dann erlebt und so. Das ist schon echt. Ja, also irgendwie das mit dem Springen. Also Pokémon ist echt cool. Ich mag Pokémon an sich, aber auch als Pokémon. Aber wir sind hier nicht bei Pokémon. Achso, stimmt. Der wechselt ja. Und zum Beispiel. Ich weiß halt nicht mehr ganz genau, wie das hieß. War das Partner zum Teil? Komm, ich hab ihn bewusst gelassen. War so cool. Das war halt auch crazy da. Also, der Endboss-Fight da und Musik und. Ja, schöne Zeiten, Videospiele. sorry, dass ich da jetzt so in den Erinnerungen. Oh, warte. Ja, nice. In den Erinnerungen bin so. Oh, 21. Wow. Fast 50 Schaden mit einem Sprung schon. Sehr cool, sehr cool. So. Und so. Sehr schön. Und dann die zweite Phase. So und so. So und so. So und so. Jawohl, doch. Luigi, nimm du das. Bock zu tragen. Gut. Dann sind wir hiermit schon fertig. Mario. Ja. Da geht's nicht lang. Okay, gut, dann nicht. Ja, mach mal bitte. Luigi. Oh ja. Ja, wir wollen das hier irgendwo hin tun, ne? Ja, genau. Mann! Luigi! Ja. Mach das da rein! Danke! Gut, aber wir haben ja definitiv noch was zu erkunden, denn hier können wir noch rein.
Achso, ist nur ganz kurz. Und auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Weg. Oh ja. Und dann sind wir mit dem jetzt, glaube ich, tatsächlich doch schon fertig. Ja, doch. Und dann können wir da jetzt oben hin und den zweiten Stöpsel holen, oder? Beziehungsweise die Dings haben wir da ja auch. Da gehen wir als allererstes mal hin. Oh ja. Okay. Ja, bisschen gut. Ja, nee, muss jetzt nicht sein, der Typ. Oh ja. Ja. Oh ja. Ich heile mich mal erst und speichere mal erst, weil ich nicht weiß, ob wir da direkt reingezogen werden. Und wir sind halt echt, wir haben es nicht geschafft mit dem Level, ne? Schade. Okay, nee, einfach der Weg wird frei. Ja, es ist. Aber da jetzt irgendwie was zu suchen und so bringt halt auch nichts, ne? Kann man hier sehen, Statuswerte, wie viel XP die haben? Achso, da noch 66 Erfahrungspunkte und noch 17. Ich will halt voll gerne einfach hier rein starten mit einem guten Level. Es würde halt schon als Level jetzt fehlen, ne? Aber. I don't know. So. Mal da oben können wir eh nicht lang. Oh ja. Hier war ja nichts. Ah doch, ein kleines Geschenk. Oh, aha. Gut, dass wir das schon mal nochmal mitgenommen haben. Wir haben nämlich Luigi ein Upgrade für seine Schuhe gegeben. So, ja, da hinten kommen wir dann auch hin, wenn hier alles wieder repariert ist. Das dauert aber jetzt erstmal, glaube ich. Aber neben dem Shop war ja noch was zum Einsammeln. Dann holen wir das noch, aber dann ist ja kein Gegner mehr. Oh ja. Luigi? Danke. Oh ja. Ja, ich weiß nicht. Will ich jetzt leveln? Das ist halt irgendwie so super dumm, aber ich will schon das neue Dings haben. Ja, wir sind ja auch erst bei 38 Minuten. Also, ist das gut. Ja, fahr du einfach mal irgendwo hin, ganz ehrlich. Versammlungsplatz? Ja, ist richtig, oder? Es hieß doch Versammlungsplatz, oder? Nee. Hä? Also warte mal, wir können uns zum Anfang teleportieren und dann halt zurückgehen. Aber ich dachte, die durch die Röhren, da kann man auch dann da so. Ne? Und auf jeden Fall hier direkt weggeholt, deswegen können wir da nichts machen. Also hier bei den beiden Dingern nichts machen. Ja, zumindest zwei. Und dann ist die zur Inselausfahrt. Aha.
Warum denn dann blaue? Okay, ja. Und warte mal, hier fehlen uns 4. Da haben wir alle. Ja, dann gucken wir hier die 6 nochmal an eben kurz. Ich denke, nach dem Boss wird es dann halt auch weitergehen mit Story direkt und alles. Also, ja. Man muss ja eigentlich nur auf der Karte suchen, wo diese Punkte sind. Also sind die relativ einfach zu sammeln. Ich weiß immer nicht, ob ich es cool finde, dass das so ist. Oh, ja. Oder nicht. Nein, das ist der falsche Button. Weil es ist halt irgendwie so eine Map und L und deswegen dachte ich immer, also Minus und dann dachte ich immer, nee, ja, funktioniert, aber nein. Okay, direkt hier oben und dann da. So lang. Oh, ja, Luigi. Oh mein Gott. Du bist es. Wow. Nice. Sehr schön. Da haben wir einen Erstangriff gemacht. Und wir fahren weiter in Ranken. Wie auch immer wir die dann irgendwann gebrauchen können. Bestimmt für irgendwas. Ja, mit 6. Da muss ich noch 10 von jetzt töten, ne? 6 XP. Warte mal. Den würde ich schon gerne noch mitnehmen. Und ich bin absolut falsch gelaufen. Achso, erstmal hier abbiegen und dann links halten. Okay. Aha, hier. Ah, lohnt sich das noch 10 davon zu besiegen? Ich meine, die sind schnell besiegt, weil du jeweils nur einen Angriff machen brauchst. Weil die halt an sich eigentlich total andere Level sind. Oh, ein One-Up. Oh, ja. Hä? Ich verstehe nicht ganz, warum es so funktioniert. Hallo. Mann, manchmal meine Reaktionszeit so einfach komplett im Keller. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Okay, noch 9 Stück davon jetzt. Dann und dann hätten wir es. Mindestens für Luigi fehlt da noch einer, glaube ich. Aber zumindest für Mario. Oh, ja. Wie fies. Aber Mario kriegt das, den Rank up, aber Luigi nicht. Ja, los, Luigi, hol dir den. Willst du ihn da nicht einfach nur rumschweben lassen? Dafür haben wir den nicht so. Okay, 58 haben wir schon davon. Ja, okay, hier waren wir halt noch nicht, aber... sehen uns gut. Okay. Nicht durch. Nice. Cool, 30 Münzen. Das nehme ich mit. Oh. Noch so ein Ding. Spiel, irgendwas. Oh mein Gott. Was? Ich habe euch nicht verstanden. Oh, ihr teilt euch zum Einsammeln auf? Clever. Ich frage mich, wer mehr einsammelt. Das ist spannend. Oh no, okay. Ja, dann let's go. Was? Das ist ja so richtig gegeneinander und minispielmäßig und alles. Lol, aber wie cool. Ja, na gut, ne? Das habe ich eindeutig gewonnen. Das ist dreimal so viel wie du. Also, Luigi, ich weiß nicht. Ich weiß. Aber die 200 Münzen, sehr lecker. Also 199, damit halt ein Gewinner existiert, aber... das war doch nochmal sehr cool, auch mitzunehmen. Aber das sind doch die letzten 6, die uns hier fehlten, bis jetzt, oder?
da oben. Okay. Aber insgesamt sollte man hier eigentlich auch alles absuchen, oder? Das würde ich dann ja wirklich aufs Spiel machen. Also, ja, vielleicht kriegst du da jetzt dann noch ein cooles Ausrüstungsteil oder so. Aber so wichtig sind mir die dann nicht. Tatsächlich doch nicht. Also, der Rank-Up wäre sehr cool, einfach, ne? Aber wir haben ja auch gute Ausrüstung. Ansonsten könnten wir sie auch kaufen oder sonst was damit machen. Das sind mehr XP als 6. Das ist schon gut. Schön. Und Mario springt auch mal drauf. Was? Ich mach's? Ach so. Ist das kaputt? Ja, okay. Wenn du Spaß dran hast, dann hörst du es. Oh, wollt ihr hier durch? Ja. Ich pflanze etwas weiter einen Blumengarten, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Das brauchen wir wenig. Ey, nee. Wie? Was? Wir können das noch. Nee. Achso, nee, das ist gar nicht der richtige Weg. Okay. Dann passt ja alles. Na, Luigi wurde getroffen. Hat seinen Arsch da aber auch präsentiert. Also, wäre ich der Gegner, da wäre ich auch gegen geflogen. So, ihr beide. So. Einfach weil der andere leichter zu kontern ist. Der kriegt so oder so dann Schaden von dem Angriff. Also von dem Konter, meine ich. Ah, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Okay, 12 XP. Hier muss man springen? Und bei der ersten. Ach, Luigi. Du stehst immer nur im Weg. Mario ist viel besser als du. Nein, natürlich. Ah, schade, knapp. Was zum Mario? What you doing? Or why? Are you doing what you're doing? Naja, das war... Das hätte ich nicht mehr zählen dürfen. Na okay, das passiert auch nur einmal. Ach komm, Mario, bitte. Nimm das nicht an. Ich werde einfach immer schlechter. Ich wollte leveln gehen, einfach weil es cool ist, und dann werde ich aber einfach nur schlechter dabei. Jetzt aber. So, so und weg mit dir. Das sind dann jetzt 21 oder 23. Auch nur 18? Soll ein Gegner mehr oder bin ich blöd? Warum Gegner mehr als gerade? Warum war das dann nicht mehr XP? Warte mal, jetzt bin ich doch wieder dran vorbei? Hä? Warte mal, also irgendwas mache ich falsch. Also, ganz gewaltig falsch. Ja, du Luigi, wenn du den nicht einsammeln willst, dann kann ich dir da auch nicht helfen.
So, und das sind nochmal Münzen. Oh ja. Aber wenn der richtige Partner den einsammelt. Gut, ja, ich kann safe teleportieren. Irgendwie finde ich das sehr weird, dass man laufen muss. Wobei, ja, ne, Teleportation zu schwächen ist halt auch nicht schlecht, ist angeht. Also, wir gehen mal hier rein. Und anstatt zu erkunden, gehen wir hier rein und gehen zur anderen Insel und holen da noch die letzten fliegenden Dings da Bums da. Die, wo ich nicht weiß, wie die heißen. Die letzten vier. Hier war ich dann ja auch gründlicher, ne? Als bei der ersten und zweiten Insel. Gut. Hallihallo. Let's twist again. Also. Weil wir wieder da sind. Ach, egal. Ich weiß nicht, also das bringt mir gar nichts hier gerade. Obwohl, ich kann an sich eigentlich hier immerhin, weil wenn ich hier Runden fahre, ist nicht so schlimm, weil wir wollen ja eh dann bald dahin. Ne? So, was ich aber eigentlich machen wollte, ist gucken. Aha. Links. Da ganz oben. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ich glaube, also ich mache das halt jetzt. Folge. Alle, die ich in der Folge finde, nehme ich auch mit. Aber später. Später. Nee. Das ist halt einfach laufen ein bisschen von A nach B. Und ich mag das ganz entspannt, chillig, wenn ich da irgendwie, ja, gar nichts zu tun habe. Wenn du mein Video verarbeitest oder sonst was. Oh. Du bist wieder hier, okay. Wie geht's? Wie steht's? Ich bin der Rüben-OP von Twisterland. Kein Rübler-Rumpf-Rhythmus, den ihr da drauf habt. War die gar liebliche Melodie, die der Ostwind vorhin zu mir geweht hat von euch? Ihr feinen Herren habt euch dort ein Liedchen gesungen, habt ihr nicht recht? Hab ich nicht recht? Haha, der Klang allein ließ mich wohlig meine Würzelchen nach oben strecken. Musik ist das wundervollste überhaupt. Ein Allheilmittel, das seinesgleichen sucht. Sie trifft genau den Punkt, ganz gleich, ob man sich zu beruhigen oder auch anstrengen sucht. Vielleicht keine Arznei im buchstäblichen Sinne, aber sie kann auch kurieren und sogar beleben. Wenn immer ihr so bei mir denke, was bin ich aber rübenmüde, dann lausche ich einfach mal nur. Denn wenn man vieles auf einmal tut, dann wird das Hirn erheblich strapaziert. Da gibt es nichts Besseres, als nichts zu tun und sich vom Klang wiegen zu lassen. Schreibt euch diese Weise von Twisterland Rüben-Opi hinter die lauschenden Ohren. Zu guter Letzt wäre da noch eine Sache. Was ist Musik und eine Tür? Was haben eine Tür und Musik gemeinsam? Die korrekte Antwort lautet: auf den richtigen Schlüssel kommt es an. So. Aha. Rüben-Opi weiß Bescheid. Okay, mit dem hier auch wieder gefunden. Interessant. Ja, ja, die sammeln die gleich mal. Aber erst sammeln wir hier erstmal noch alle. Gab's hier nicht irgendwie nur noch vier? Ich dachte, also. Hier Stellen, ja, okay. Ja. Dann ist es direkt in Stellen unterteilt. Luigi, du sollst auch einen sammeln, du sollst nicht einfach nur rumstehen. Wow. 75 haben wir jetzt schon. Okay, und das ist die falsche Karte immer noch. Und der andere war hier rein und dann landen wir da und dann hoch. Okay. Ja, na gut. Zum Beispiel das Spiel da unten, das meine ich auch. Das traue ich mich nicht. Ich wollte nicht mit dir reden. Sorry. Ich spreche ihn dafür zwar zweimal an, aber eigentlich wollte ich nicht mit dir reden. So. Ja, ich weiß nicht. Also 100% ist jetzt auch nicht so weit.
Also einfach durchspielen, Spaß haben. Das wäre mein Ziel. Weil vor allen Dingen, ich habe halt auch erstens nicht so viel Zeit und zweitens, das Spiel soll ja so 40 Stunden gehen circa. Also ich muss mich da halt ranhalten eigentlich. Okay, sehr schön. Dann gehen wir zurück und wir sind leider, wir haben es nicht geschafft mit dem Level. Das ist sehr traurig. Aber jetzt hat er das Level halt zumindest noch gewinnen, ja. Also, wir sind ja nicht wie Level gegangen, ne? Aber das Erkunden hatte den Sinn, weil wir die Sachen gesucht haben. Wenn ich jetzt einfach irgendwo rumlaufe, dann ist es halt einfach, ich laufe rum. Ich glaube, wir machen uns einmal den Boss jetzt. Auch wenn wir halt echt nah dran sind, ne? 12 XP. Wo krieg ich die her? Also ich müsste ja eigentlich nochmal in den Wald jetzt gehen, ne? Oder hier auf dem Weg. Stimmt, hier auf dem Weg einfach noch ein paar mitnehmen. Haben wir noch so 30 Minuten für den Boss. Ja, das passt doch. So, nehmen wir das noch mit und speichern auch noch einmal. Schuppdiwupp und... wir müssen... Ach, da geht's noch. Wir müssen hier als erstes rein. Und suchen uns dann dahin nochmal Gegner. Ich hoffe, dass hier die schon respawned sind. Ja, einfach nicht so nach oben und dann gucken. Mal gucken, ja. Wow, das... Also, Erstangriff ist immer so mein Thema. Das krieg ich nie hin. Andere Blöcke, also die anderen Blöcke wurden nicht mal geladen, so schnell habe ich das ausgewählt. Oh Mann, es ist wirklich crazy, ne? Wie kann ich so schlecht im Abwehren mit Hammer sein? Irgendwann gibt es ein Spiel, da kannst du auf die Nuss drauf jumpen. Dann nochmal gedrückt halten, dann macht er noch also einen Sprung auf den Gegner so drauf. Obwohl, dann gibt es halt auch kein Kampfsystem so an sich. Da kannst du einfach irgendwo drauf springen und bam, und Spray sind fertig. So, apropos fertig. Rang 8. Und damit haben wir, also Level 8 meine ich, damit haben wir eine Rangerhöhung erreichen. Die bestimmte Level erhöhen sich. Die Ränge der Brüder. Mit jeder Rangerhöhung werden neue Rangboni freigeschaltet, die Mario und Luigi stärker machen. Je höher sie aufsteigen, desto mehr Boni stehen ihnen zur Auswahl. Ja, wir sind jetzt auch schon ein Fünftel fast so durch, ne? Nee, warte, es gab 43 Level, ne? Da sind wir sogar noch weiter. Es gibt zu beachten, dass keiner der beiden Brüder alle Rangboni erhalten kann und dass ihre Auswahl unumkehrbar ist. Überlege dir bei der Auswahl der Rangboni gut, welche am besten zu den jeweiligen Stärken der Brüder und zu deinem Spielstil passt. Okay, Rangboni. E-Plus erhöht bei jedem Levelaufstieg deine maximalen KP um 1. Erhöht bei jedem Levelaufstieg Geschwindigkeit um 1. Gibt dir einen zusätzlichen Slot für Extras bei der Ausrüstung, erhöht bei jedem Level auf Bad um 1 oder gibt dir 20% mehr Erfahrung bei jedem Sieg. Oh mein Gott. Also wenn du auf Max Level gehst, ist das halt strong. Das ist halt richtig strong.
Weil du kommst halt so viel schneller da an. Aber es ist halt richtig dumm, das zu wählen. Wenn du sagst, yo, ich habe kein Problem mit dem Leveln. Weil dann ist das ein Rangboni, der halt... Der bringt halt irgendwann nichts mehr. Und das, wenn du jetzt halt am Anfang KP wählst, dann bringt dir das zwar irgendwann auch nichts mehr, aber die ganzen Level, die du halt dann schon damit gemacht hast, das ist halt crazy, ne? Boah, aber so ein Ausrüstungsslot wäre schon irgendwie nicht gut. Ja, ich weiß nicht. Gehe ich auf AP bei beiden? Ich könnte auch auf Bart gehen bei Mario. Oh, weil Bart ist halt strong und kriegt man echt selten. Oh, das ist schwierig. Dann Bumerangblume gibt es zwei. Dann gibt es noch zwei Feuerblumen. Das sind jetzt wieder drei Sachen für den... Tanuki-Rang und zwei Sterne. Also Blattrang. Blumen und Feuerblumen. Ja, ich weiß nicht, Geschwindigkeit. Oh mein. Das kann immer als allererstes angreifen. Ausrüstung ganz cool. Schneller Leveln ganz cool, aber glaube ich. Werde ich tatsächlich einfach nicht nehmen. Bei beiden nicht. Oder zumindest am Anfang nicht. Obwohl, es würde halt auch nur Sinn machen, wenn wir sie jetzt schon dann nehmen, ne? Ich weiß halt nicht, ist Level so wichtig in dem Game? Eigentlich nicht, ne? Komm, wir nehmen einfach KP oder Bart. Ja, mit Mario, der KP-Typ. Macht viel Angriff und hat dann auch ein paar KP. Ja, das nächste ist dann Bart oder sowas. Mal gucken. Oh, was ist für die? Wahrscheinlich sind circa die gleichen Sachen, ne? Vielleicht nicht Geschwindigkeit, sondern sein Mainset Verteidigung oder so. Also, ja, wohl, vielleicht. BP Verteidigung und da? Nee, auch KP Geschwindigkeit und Bart. Ja, hä, dann gehen wir halt komplett auf KP. Weil Bart hat da genug, Geschwindigkeit ist auch nicht. Also ist er schlechter, er greift auch seltener anderen und so. Also später an als andere, aber. Also richtig nicht. Nee, komm, wir nehmen auch KP. Okay. Junge, das wird halt auch unser Powerhouse, ne? Luigi wird eine Wand sein. Eine riesengroße, 200 Kilometer dicke Wand einfach. Er hat viel Leben, viel Verteidigung, ist aber einfach langsam. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt zum Boss. Die Gegner hier haben halt so viel mehr Dings gegeben. XP. Aber, ja, ist natürlich auch gerade die Area, wo man sein sollte, ne? Gut. Also, wir haben noch ein paar Minütchen. Also gucken wir uns den Boss an. Ich hasse das, ich will das nicht. Alle reden immer nur über die. Was wollt ihr denn? Ich mag euch nicht. Du bist also der Fiesling, der die Werke der Inselbewohner über alle demoliert hat. Überall demoliert hat. Du bist ja komisch, aber du siehst lecker aus. Ich sehe gar nicht lecker aus. In einer knusprigen Panade würde ich sicher furchtbar schmecken. Das ist eine Panade. Das gefällt mir nicht. Und zwar überhaupt nicht. Verstoßen haben sie mich. Kein Wort reden sie mit mir. Darum schlage ich gleich mit meinen Fäusten alles kurz und klein. Und dann reden alle nur noch von mir. Zerstören. Was zum... Wie cool. Der Kampf anfangen. Oh, yeah. Dafür gab es Budget. Oh, was? Wie? Nein, es geht.
Das habe ich. Das war. Ja. Da habe ich nicht mitgerechnet gehabt. Okay, und er hat einen Lebensleiste. Okay, er ist Level 7. Okay, ja, dann wollen wir mal raufklommen auf ihn, ne? Ja, sehr schön, er hat viel Leben. Hammer bitte. Mario, ja. Okay. Aua. Ja, man soll das vielleicht erstmal abwehren und dann gucken. Oh, nö. Ja. Okay, ja. Noch machbar. Würde es so lang... Okay, im Hintergrund ist irgendwas. Das wundere ich mich nicht. Würde das so lange gehen, bis wir dann halt verkacken? Oder wie läuft das? Weiß ich nicht. Die Trajectory war komisch. Irgendwie. So, was gibt's da? Luigi hat eine Idee. Also eine Luigi-Idee. Ist dir was eingefallen, Luigi? Also, Brothership ist, hat einfach so diese Luigi-Ideen. Und spielt damit. Manchmal muss Luigi einen Bossgegner nur ansehen oder ein wenig die Umgebung betrachten, um eine eben so plötzlich wie bahnbrechende Eingebung zu erhalten. Im Kampf erscheint daraufhin während Luigis Zug der Kommandoblock Luigi D und kann durch dagegen springen ausgewählt werden. Sei gespannt, was Luigi sich so einfallen lässt. Okay. Ja, doch. Cool, also muss man ja gucken, aber ist immer was anderes dann wahrscheinlich. Ne? Immer cool. Wenn du eine Luigi-Idee erfolgreich in die Tat umsetzt, erhältst du die Chance, den Bossgegner gewaltigen Schaden zu kriegen. Natürlich ist auch bei dieser Aktion Marios Hilfe unerlässlich. Sollte er gerade ohnmächtig sein, wird die unverzügliche Verabreichung eines Wonder-Pilzes empfohlen. Okay, Luigi-Idee, let's go. Schlag den Felsbrocken zurück. Okay. Hallo? Hä? Das war wieder nicht mit Aufladen. Wieso ist das jetzt kein Aufladen gewesen? Warum war das ohne Aufladen? Hä? Das ist ja super dumm. Oh, warte. Zwei Schaden. So, jetzt aber. Excellent. 22 Schaden. So, Luigi D Nummer 2. Also es ist kein Aufladen. Es ist einfach nur ein Hammer. Okay. Oh mein Gott. Was? Nein, Luigi. Was mache ich mit dir? Oh, das ist aber auch nervig zu verteidigen, ganz ehrlich. Also. Ich hoffe, dieser massive Schaden wird auch massiver Schaden gleich sein. Geheilt werden. Ja, doch, versuchen wir. Das macht ja jetzt massiven Schaden, sage ich euch. Ja. Nice. Auch ein sehr, sehr cooler Angriff. Eigentlich schwabbeln die immer so, ne? Die beiden. Okay, ja, Mario greift mal so an. Oh. Ja, wir müssen so oder so da gerade angreifen. Das ist ja wunderbar, was hier passiert. Boom, boom und boom. Wow. Das war wirklich massiver Schaden. Okay, und das konnte ich gut verteidigen.
Ja, aber Mario muss halt angreifen, dann bin ich ehrlich. Da ist keine Zeit zum Heilen, ne? Es ist Angriffszeit ist das hier. Wenn überhaupt das irgendeine Zeit ist. Also wenn überhaupt eine Zeit für irgendwas ist. Oh nein, oh nein. Okay, ja, das war easy. Okay, ja, dann hier, gönn dir mal einen Pilz. Bro. Obwohl, ja, stimmt, der ist ja selber, weil ich ihn nicht geholt habe. Aber, ja. Unsere Wand steht. Ja. Und? Jetzt gibt's nochmal auf den Kopf. Guck mal, 40 Schaden, sehr schön. Okay, er steht wieder wie eine 1. Das ist. Naja. Und boom. Sehr schön. Nochmal ein bisschen Schaden reingehauen. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiche ich dem aber aus. Und dann werde ich wieder von dem ersten Schlag. Also der erste Schlag, der ist aber auch sehr schwierig, finde ich. Weil irgendwie, da war das so unangenehm lang. Aber ich bin auch einfach ich jetzt. Geh ruhig auf Luigi, ist kein Problem, auch wenn ich den verpackt, den habe ich geheilt. Oh, Mario. Gut. Nur in einer Hand den Controller festzuhalten und dann den Angriff zu machen, ist ein bisschen. Naja. Also der fällt mir fast aus der Hand dadurch, aber. Geht von. Okay. So, das könnte der Last Hit werden. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Er wirkt den aber auch langsam, bin ich ehrlich, ne? Also. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert. Mann. Ich wollte drauf hüpfen auf seinen Kopf. Schade. Ja, na gut, dann beendet Mario das so. Mann, auch. Egal. So. Oder gibt es noch eine zweite Phase? Nein. Der ist hinüber. Oh, toll. Und wir kriegen 200 Erfahrung. Ja, natürlich würde es sich halt richtig lohnen, 20% mehr Erfahrung vor dem Kampf zu nehmen, damit man hier halt mehr bekommt. Aber, ne, wie gesagt, ich gehe da halt nicht drauf. Und ja. Ich meine, wir haben fast 40 Lebenspunkte mehr, wenn wir jetzt hier Leben am Anfang nehmen. Also, das ist halt schon. Ich glaube, Bart wäre der krasseste Wert, den man nehmen kann. Einfach weil du halt so viel Bart dann bekommst und das an sich halt eigentlich nicht bekommst. Aber ich gehe einfach auf Leben, ist schon einfach halt an sich. Anstatt irgendwie so ein Perfect Damage zu gehen, habe ich mir mehr Treffer erlaubt. Hier, na wartet. Was soll das hier eigentlich werden? Ich hatte gehofft, dass ich mich irre, aber du warst jetzt wirklich spankhart. Tantchen. Dabei warst du doch früher für mich wie ein eigener Sohn. Ich weiß gar nicht mehr, wann und warum das aufgehört hat. Ach, jetzt tu nicht so. Mann, du hast mich nicht mehr beachtet, Tantchen. Keiner von euch. Alle haben mich ignoriert. Also habe ich. Das ist doch keine Art. Das ist der dämliche Grund dafür, dass du andere Leute Kunstwerke zerstörst. Damit die Leute dich bemerken, mit dir reden, dich in ihr Herz schließen. Wie wär's mit Freundlichkeit? Sieht so aus, als müsste ich dir erstmal ein paar Manieren beibringen. Oh, Super Saiyajin-Modus aktiviert. Oh, Junge, Junge, Junge. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen, würde ich da sagen. Naja, also wenn der nicht schwimmen kann und was bei seinem Gewicht wohl wahrscheinlich so der Fall ist, dann ist der jetzt, nicht mehr auf dieser Erde, beziehungsweise, also, ja, schon, also eher auf dem Meeresgrund, so, ne? Den finden wir dann irgendwann wieder, wenn es dann, in Mario und Luigi, weiß ich nicht, so und so weitergeht, wenn wir dann nämlich diese ganze Welt, wie in Wind Waker und dann halt Zelda-Titeln, bereisen, wenn hier kein Wasser mehr ist. Also, nein, also ich weiß nicht, ob das passiert, aber das wäre halt lustig, weil das halt in Zelda schon so ist. Ich weiß doch, dass du eigentlich ein gutes Bürschlein bist. Ja, so hast du dich aber gerade nicht gegenüber ihm verhalten auch, ne?
Sieht fast so aus, als wäre das Tantchen noch härter im Haustein als wir. Naja, ist halt die Rückenprobleme kommen, ne? Ha, Maria! Bloß gut, dass dir nichts passiert ist. Ja, ich glaube, also um ihr müssen wir uns eher weniger Sorgen machen, oder? Ja, alles in Butter, dank Mario und Luigi. Danke. Aber die Insel ist verwüstet und unsere Werke zerstört. Dann bauen wir eben alles wieder auf. Hä? Egal wie sehr ihr alles zertrümmert und zerdeppert wurde. Wir haben hier schon mal so viel geschafft, dann kriegen wir es auch ein weiteres Mal hin. Ja, da hast du völlig recht. Genau. Manchmal machen wir uns ihre Insel gemeinsam wieder schön. Juhu. Okay, die kann man sehr leicht überzeugen. Und wir haben ein Upgrade bekommen. Hä? Warum? Warum? Wir haben auf jeden Fall jetzt die Meeresströmung entdeckt. Aber warum war die abgeschottet? Naja, egal. Und warum hat es die jetzt überhaupt wieder... Ach, ich check's nicht. Muss schon sagen, wenn es darauf ankommt, ist auf euch anscheinend und immer Verlass. Vielleicht kriegt ihr Connectania wirklich wieder zusammengeraubt. Daumen sind jedenfalls gedrückt. Oh, das sollte ich wohl besser Dratus erzählen. Er und die anderen wollen bestimmt wissen, was hier los war. Okay, was für ein weirder Typ war das denn bitte? Also dann, ab zurück nach Capitabora. Oh Mann, Capitabora, ein schlechter Name, ne? Ihr könnt das hier alles als Abkürzung benutzen, okay? Was auch immer du... Ach so, Fast Travel jetzt, so an sich, überall und immer und... Ja? Ich schulde euch zwei was dafür, dass ihr das ganze Drama hier beendet habt. Ja, du hast die Rückkehrröhre erhalten. Ja, damit wird es dann immer ein bisschen schneller gehen. Bis jetzt war es noch einfach, aber da kommt noch einiges auf euch zu. Mit dieser Rückkehrröhre könnt ihr euch zur Insel begeben, auf dem Connector fließt. Das ist ja mal praktisch. So kommen wir direkt zurück. Dreimal dürft ihr raten, wer die gebaut hat. Kleiner Tipp, ich. Stimmt, was hat eigentlich ihre Tochter jetzt uns gegeben? Nichts, oder? Schließlich bin ich die Mutter von Baugustin und Fabrizia. Sowas ist ein Klacks für mich. Okay. Na los, probieren wir es aus. Nur ZR drücken und sie ist bereit. Passt gut auf euch auf, ihr zwei. Gibt's hier noch was? Nee, ne? Nee. Gar nichts tatsächlich, ne? Das haben wir ja alles eh erkundet. Ja, gibt's, glaube ich, wirklich gar nichts mehr. Gut, ja, dann teleportieren wir uns sofort zurück. Aber erstmal speichern wir. Den Block nicht. Ja, komm, wir haben das erste Kapitel fertig. Vielleicht gibt es 5 Kapitel, dann haben wir 5 Bosse und dann haben wir 5 Speicherstände jeweils davor. Können wir die immer wieder spielen, an sich. Also. Gut. ZR, hier ist nicht genug Platz für die Röhre. Okay, zurück nach... anderen... Nee, ja doch, zurück nach Capitabora. Mhm. Die kann man einfach so überall aufstellen, okay. Interesting. Also ich will gar nicht hinterfragen, wie das mit den Röhren funktioniert in Mario-Spielen. So, hallihallo. Da sehe ich doch auch schon was mit dem Hammer. Macht das Gebäude oder macht das uns besser? Na egal. Erstmal reden wir hier. Mario und Luigi. Ihr habt Schwankum gerettet. Ein Besucher von dort hat mir alles erzählt.
Er mag nicht viel, es mag nicht viel sein, aber bitte akzeptiert dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit. 300 Münzen. Also nicht. Ah, oh, ah, sehr cool. Du hast die Paar-Attacke roter Panzer und grüner Panzer erhalten. Rot für Mario und grün für Luigi. Du kannst nun die Batzipedi im Menü nutzen, um Paar-Attacken zu üben. Ja, also wahrscheinlich wird das so sein, dass die wieder anders funktionieren, aber an sich die so circa gleich sind. Und Paar-Attacken sind einfach so besonders starke Attacken für dann zum Beispiel der rote Panzer ist dann Single-Target-Damage und der grüne Multi-Target-Damage oder dann hast du irgendwie Elementar-Attacken oder, ne? Also da kommen definitiv nur ganz viele dazu. Und das sind auch mal richtig coole Animationen und die sind einfach cool, die Angriffe. Und machen natürlich Damage, ne? Die haben ich am Strand gefunden. Vielleicht sind sie auch ja irgendwie vom Nutzen für euch. Solche Panzer habe ich allerdings noch nie gesehen. Ob da noch irgendwas drin ist? Also kriegen wir ein paar Attacken von denen aus dem Land und von unserem Land. Also alte, wiederkehrende und neue. Wer weiß, was in so einem Panzer stecken könnte. Das sind Koopas normalerweise. Manchmal auch so eine ganz, ganz große Kröte da, dann wäre das Bowser. Oder ja, Bowser Jr. hat ja auch einen Panzer, aber das sind dann auch wiederum andere Panzer. Also, freut mich, dass sie euch gefallen. Danke für alles. Hätte es eigentlich auch cool gewesen, wenn man den Boss dann stärker gemacht hätte und die schon einen Boss benutzen hätte können, oder? Ja, aber ich, also, Nintendo will halt nicht, dass man, wenn man die Paar-Attacke dann nicht drauf hat, dass man den Boss dann super schwer besiegen kann. Das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen die das nicht machen. Schön gehört, schon gehört, meine Lieben. Ja, jetzt sind wir bereit. Amarias Tochter soll bald nach Capita Bora kommen. Bald ist gut, seh doch mal dort. Oh, vielleicht ist Maria auch hier. Mutter und Tochter wieder vereint unter einem Dach. Wäre das nicht schön? Wer seid ihr eigentlich? Oder woher seid ihr? Nun, da liegt doch leider... da liegst du leider weit daneben. Das werte Kind hat seine arme Mutter bisher noch nicht einmal besucht. Tatsächlich? Ach je, die gute Maria kann allerdings auch manchmal recht... furchteinflößend sein. Hat sie mit ihren Schimpftiraden nicht sogar mal eine ganze Insel zum Schweigen gebracht? Wir wollen mal nicht übertreiben. Hohoho. Okay, einfach so Klatsch und Tratsch, Leute. Ja. Es sind die werten Brüder mit Schnauzbärten. Ihr meint, ich soll mich trauen, mal meine Mutter vorbeizuschauen? Bei meiner Mutter? Wegen mir hat sie doch so viele Sorgen. Den Besuch verschiebe ich lieber mal auf morgen. Denn bei ihr ist der Grat zwischen Liebe und Zorn sehr schmal und das beunruhigt mich enorm. Ach, nur mal kurz vorbeischauen kann ja wohl nicht schaden. Bist du auf diesem Besuch so erpig? Dann komm doch mit, sonst gehe ich nicht. Ich habe hier noch einen Haufen Arbeit zu erledigen. Ja, sie wollen auch nicht zurück zu ihrer Mutter. Interesting, Alter. Aber du kannst ihr ja ein lautes Hallo von mir ausrichten. Das war ja klar, so stehe ich nun da. Doch sei es drum, ich tue es, denn ihr habt ja recht. Sie nicht zu besuchen, das wäre auch schlecht. Auf nach Schwank um, ich bin bereit. Schau ruhig vorbei, wenn ihr auch mal da seid. Also, irgendwie mache ich mir jetzt ja doch Sorgen. Oh, ihr wollt nach Schwankum reisen und nach hier sehen? Cool, ne? Irgendwie nicht. Da komme ich außerdem gerade her. Ihr seid echt die Besten. Ja, okay, wir machen das. Oh, die Heimkehrer. Picknickstiefel als Blo... ihr habt mich sowas von, das mache ich. Hundertprozentig. Während du Inseln anbindest, erhältst du Missionen, um die
Connectania zu unterstützen. Am Ende einer solchen Mission wirst du für deine Belohnung sogar belohnt. Okay, das Getratsche der drei Damen könnte dir Hinweis zur verfügbaren Mission liefern. Missionen sind so gekennzeichnet. Okay. Hin und wieder bieten die Bewohner Connectanias Mario und Luigi um Hilfe. Sprich mit Personen, über deren Köpfe ein Symbol angezeigt wird, um Missionen zu starten. Durch das Absolvieren von Missionen kannst du dir nützliche Items verdienen und erfährst auch mehr über Land und Leute. Einige Missionen verfügen über ein Zeitlimit oder können ab einem gewissen Punkt in der Handlung nicht mehr erfüllt werden. Wer nichts verpassen will, sollte lieber aufpassen. Ach du Kacke. Ja, na gut. Okay. Mission und die Karte. Symbole auf der Karte können dir Hinweise darauf geben, wie es um deinen Fortschritt bei Missionen bestellt ist. Sein Symbol nicht weiter gekennzeichnet, hast du die Mission noch nicht begonnen. Begib dich an den Ort des Symbols und sprich mit der Kontaktperson, die dort vorzufinden ist. Verfügt das Symbol über einen Pfeil, hast du die Mission dort bereits angenommen und findest im Logbuch weitere Infos dazu, erfülle so viele Missionen wie möglich. Ein Haken, der an einem Symbol zeigt, dass du dem Auftraggeber vor Ort sprechen solltest, um die Mission abzuschließen. Nur dann erhältst du auch deine Belohnung. Und bei Missionen mit Zeitlimit ändert sich im Laufe der Zeit auch die Farbe der Symbole. Weil du sie im Blick, denn manche Missionen können durch Fortschreiten der Story ablaufen. Okay, das heißt aber ja auch, dass ich alle Inseln vorher connecten muss, bevor ich dann irgendwie immer den Boss mache, weil da könnten ja dann Quests sein, die mit dem Boss abgebrochen werden, oder nicht? Maybe. Okay, wir sollten erstmal entscheiden, wohin Capitar Bora fahren sollte. Ja, das ist relativ easy. Och, jetzt hat's umgedreht und muss nochmal neu. Wer weint da denn? Naja, egal. Und du hast hier Upgrades? Oder wie sieht's aus? Laden. Hier sind meine Waren. Das ist der Hammer. Das sind die Hammer. Aha. Jetzt geht's hier richtig los. Geschwindigkeitshandschuhe. KP-Handschuhe. Okay. BP-Handschuhe. Auch strong. Auch sehr strong. Schatzbrille, besiegte Monster hinterlassen öfter Items. Erstangriffgürtel, der Schaden von Erstangriffen erhöht sich um 50%. Oder Flitzerkrone. Im Kampf besteht die Chance, dass du gleich zu Beginn zuerst an der Reihe bist. Okay, und gibt Verteidigung hoch. Das gibt Geschwindigkeit hoch. Ja, ich weiß nicht. Schatzbrille, ich weiß halt nicht, wofür man die, achso, nee, das sind Items, ne? Wofür man die Materialien braucht, ist halt noch meine Frage. Aber BP und KP-Handschuhe sind schon mal sehr strong. Aber die würde ich halt beide Luigi geben, weil Luigi halt unser KP-Typ ist. Und obwohl, die sind halt bis zum Endgame ganz gut, außer du findest halt bessere Varianten davon, ne? BP ist halt tatsächlich, bringt es irgendwann mehr bei Luigi, aber jetzt gerade sind es noch gleich. Ich will mir die KP-Handschuhe einfach mal holen. Weil ich glaube, die werde ich schon irgendwann benutzen. Ja, genau. Luigi. Genau. Anfrage an mich. Falls hier irgendwo gute Materialien rumliegen, dann her damit. Ich baue fertige Ausrüstung daraus. Achso, also es ist doch da. Ah, ja, okay. Ja, gut. In Baugustins Werkstatt kannst du besondere Ausrüstungsgegenstände im Auftrag geben. Um dir von Baugustin etwas anfertigen zu lassen, musst du ihn auf Capitar Bora aufsuchen und Anfragen anhören. Auswählen. Bringe ihn anschließend die benötigten Materialien. Manchmal hinterlassen besiegte Gegner Materialien, die du für Ausrüstung benötigst. Halte also während deiner Abenteuerreise in Connect. Tanja steht die Augen offen. Sobald ein Ausrüstungsgegenstand einmal hergestellt wurde, kannst du diese in der Werkstatt beliebig oft erworben. Können die beliebig oft erworben werden, ohne dass du erneut auf Materialsuche gehen musst. Okay, ja, dann. Also. Kampf. Lust. Handschuhe oder
Kampfrusthandschuhe. Lusthandschuhe? Damit machst du zu Beginn des Kampfes extra viel Schaden. Die sind der Hammer. Dafür brauche ich noch was. Schwankfelden zweimal. Und man bekommt die dann auch immer. Aha. Mit denen nimmst du zu Beginn des Kampfes weniger Schaden. Ist das nicht super? Dafür brauche ich noch etwas. Oh, 3 und nochmal 3. Da müssen wir dann, glaube ich, sogar noch tatsächlich farmen. Aber die Steine haben wir. So, Muster. Jo, natürlich. Perfekt. Ich mache mich gleich ans Werk. Dauert auch nicht lange. Ja, keiner mehr. Okay, das nehme ich direkt an in mein Sortiment auf. Damit habe ich meinen Laden noch mehr zu bieten. Dankeschön. Okay, let's go. Was soll ich anfertigen? Nichts. Alles gut, weil ich keine Material mehr habe. Und dann beenden wir. Und dann speichern wir. Ja. Das Speichern falsch. Wir sind auch schon auf der neuen Strecke. Okay, ja gut. Dann würde ich sagen, wir speichern hier schon mal. Es hat jetzt so 4 Stunden gedauert für den ersten Boss. Es soll so 40 Stunden gehen. Ja, mal gucken. Mal gucken. wird zum Ende hin dann schnell oder was? Wenn man mehr erkunden kann, ich weiß auch nicht. 40 Stunden habe ich jetzt halt auch nur gelesen. Ich weiß, die sind halt wahrscheinlich durchgerusht. Ne? Ich lasse mir ja eigentlich immer Zeit. Okay, aber das war's mit der Folge. Denn, ne, 4,5 Stunden geteilt durch 3 sind jeweils 1,5 Stunden, so, ne? Und wir haben ja immer 1,5 Stunden und das ist halt die dritte Folge. Also würde ich mich bedanken dafür, dass ihr hier heute zugeguckt habt. Mit dem Boss war ja doch sehr spannend. Und ja, sehr cool. Und dann als nächstes gibt es dann die Partnerattacken. Also die richtigen Partnerattacken. Also hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und einen schönen Tag oder Abend wünsche ich euch noch. Also tschüss!